Willkommen bei einer neuen Folge von Fisch und Grips. In der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie man Gummifische reparieren kann. Logischerweise muss man dann auch noch mal ein bisschen über Haken sprechen. Dem Thema Haken wird viel zu wenig Beachtung geschenkt. Wenn ihr mal ein paar Videos gesehen habt von mir, werdet ihr schon bemerkt haben, dass ich eigentlich andauernd Haken am Schärfen bin. Und das ist für euren Fangerfolg, das ist jedenfalls meine persönliche Meinung, auch wirklich richtig, richtig wichtig. Fische sind einfach viel, viel sensibler und auch klüger, als wir denken. So ein Fisch saugt so einen Köder, einen Kunstköder, kurz an oder attackiert ihn kurz, merkt aber unglaublich schnell, dass die Sache einen Haken hat. Und dann sind die dazu in der Lage, den Köder blitzschnell wieder auszuspucken. Das ist ja der Moment, in dem ihr einen Anhieb setzt. Und je schärfer euer Haken ist, desto höher ist eure Hakquote, überhaupt gar keine Frage. Noch dazu kommt, dass ganz viele Raubfische, insbesondere Zander, Hecht und Co., im Maulbereich extrem hart, extrem stabil gebaut sind, knöchern. Und das kostet schon ein bisschen Kraft, diesen Haken dann auch wirklich bis zum Widerhaken in den Maulbereich zu versenken. Und je stumpfer euer Haken ist, desto höher ist einfach die Chance, dass es ein Fehlbiss wird und dass ihr es nicht schafft, den Haken wirklich sicher zu setzen. Wenn ihr so einen Bleikopf, also so einen Jig-Haken, frisch aus der Packung nehmt, sind die meistens relativ scharf, ganz klar. Aber, und das ist ein Riesenproblem bei Fischen, ihr habt ja fast permanent Bodenkontakt. Und wenn ihr mit so einem Haken zwei-, dreimal irgendwo ins Holz, noch schlimmer in die Steine reinhaut, dann werden die beim Angeln richtig schnell stumpf. Es gibt für mich einen sehr, sehr guten Test, ob ein Haken wirklich scharf ist. Manchmal sieht man, dass die Leute das so in den Finger oder ins Fleisch reinmachen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Wenn so ein Widerhaken sitzt, dann habt ihr ein richtiges Problem. Aber ein guter Test ist der Fingernagel. Wenn ihr mit dem Haken so auf den Fingernagel geht und ihr merkt, ihr trifft sofort quasi, dringt sofort ein bisschen ein und bleibt hängen, dann sind die richtig scharf. Der hier ist ganz neu. Während so ein abgenutzter, älterer Haken, das sieht man auch direkt, hier überhaupt nicht hängen bleibt. Null, egal wie fest ich da drücke, der kratzt ein bisschen, mehr aber auch nicht, der bleibt aber nicht kleben am Fingernagel. Und sobald das eintritt, dass ihr merkt, der Haken ist nicht mehr hundertprozentig scharf, müsst ihr den nachschärfen. Ich nehme mal hier so einen ganz stumpfen, wenn ihr den mal von Namen anguckt, der ist ruiniert. Der lag ewig in der Box. Der ist völlig hinüber, der kratzt noch nicht mal mehr. Und dann gibt es verschiedene Methoden. Das Einfachste natürlich, ihr habt wirklich einen Hakenschleifer dabei. Das muss gar nichts Besonderes sein, so ein ganz einfacher kleiner Schleifstein tut es. Mit dieser Kerbe drin, ist auch kein Muss, aber ist ganz angenehm. Und dann nehmt ihr den Gummi, den Haken und zieht den so flach mit Vorwärts-Rückwärts-Bewegung, immer auch ein bisschen seitlich, dass ihr den Rost wegkriegt, über diesen Schleifstein. Ist übrigens egal, ob ihr das so rum oder andersrum macht. Wenn ihr nachher diese Endschärfe haben wollt, geht hier in diese spitze Fursche rein. Dann sieht man, wie der Haken geschliffen wird. Der hat jetzt schon, ist immer noch stumpf, trotzdem schon an Schärfe gewonnen. Schön flach natürlich drüber gehen, dass ihr die Spitze nicht demoliert. Jetzt sieht man, obwohl dieser Haken wirklich total ruiniert war, hakt er jetzt wieder voll im Fingernagel. Der ist richtig spitz wieder geworden. Man sieht auch, wie viel er weggenommen worden ist. Ich habe eben gesehen, dass fast all meine Haken oben so aussehen. Das hier ist auch ein älterer Haken, den ich schon öfter gefischt habe. So kriegt ihr die immer eigentlich wieder richtig scharf.
So ist er wieder einsatzbereit. Der ist richtig scharf jetzt wieder. Ihr müsst übrigens dafür nicht so einen Original-Schleifstein haben. Das hier ist zum Beispiel irgendein alter Schleifstein, den ich gefunden habe von der Sense. Geht ganz genauso. Habe ich in einer anderen Angeltasche drin, dass ich immer überall was dabei habe. Auch dieser hier, die Kerbe, schleift sich mit der Zeit eh rein, seht ihr ja. Auch über den könnt ihr genau mit der gleichen Technik eure Haken anschleifen. Wenn ihr mal nichts zur Verfügung habt, kann ja mal passieren, dass ihr den vergessen habt, das ist eigentlich natürlich auch die Regel, dann könnt ihr eigentlich jeden x-beliebigen Stein nehmen. Das hier ist einfach ein Stein, den wir hier aus dem Gewässer genommen haben, der eine halbwegs glatte Oberfläche hat. Und auch auf so einem normalen Stein könnt ihr mit diesen Schleifbewegungen, natürlich werdet ihr da kein perfektes Ergebnis kriegen, aber trotzdem, auch darüber könnt ihr definitiv euren Haken wieder anschärfen, insbesondere wenn die Spitze mal richtig verbogen ist oder so. Probiert das ruhig mal aus. Auch damit kann man einen Haken wieder hinkriegen. Zwei ganz wichtige Sachen zum Thema Jig-Haken. Viele moderne Gummifische sind gesalzen oder geflavored. Das heißt, die ziehen Wasser. Also sie saugen Wasser an. Wenn ihr die lange in der Box liegen habt, das sieht man an dem hier zum Beispiel, dann fangen die Haken logischerweise, insbesondere in dem Gummi, oft an zu rosten. Achtet bitte darauf, wenn so ein gesalzener Gummifisch lange mit einem Jig-Haken verbunden ist, werden die Haken oft rostig und teilweise hier drin sogar richtig morsch. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dem funktioniert, ich habe die meisten aussortiert, aber wahrscheinlich werdet ihr es direkt sehen. Die Haken preschen dann an diesen Roststellen unglaublich leicht. Der hier war sogar noch halbwegs stabil. Aber trotzdem hat man es ja gesehen, der dürfte niemals in diesem Winkel schon so abbrechen. Wenn also wirklich Jig-Haken so rostig sind und insbesondere auf diesen gesalzenen Gummis lange Zeit montiert sind, tauscht ihr aus. Das wird zwangsläufig irgendwann passieren, dass euch der Haken bricht. Noch eine wichtige Sache, die man im Internet zwar oft anders sieht, aber ich bin der Meinung, dass es nicht funktioniert. Wenn ihr mal Haken habt, so wie dieser hier, die aufgebogen sind. Der hier ist noch nicht so hart aufgebogen, aber ihr habt zum Beispiel einen Hänger, ihr löst den Hänger. Oder ihr habt einen sehr starken Fisch getrillt und ihr seht, der Haken ist danach aufgebogen. Sieht man häufig, dass der einfach zurückgebogen wird. Damit kann man natürlich weiter angeln. Meine ganz persönliche Erfahrung ist aber, dass wenn ein Haken mal aufgebogen war, er jedes Mal super leicht wieder aufbiegt. Und wenn das dann zwei, dreimal der Fall war, kann es wirklich sein, dass wenn ihr mal dann einen guten Fisch im Drill habt, dass der Haken wieder aufbiegt. Dadurch wird der Winkel natürlich immer, immer schlechter und euch der Fisch deswegen aussteigt. Stark verbogene Jig-Haken, auch wenn ich ja prinzipiell Fan davon bin, zu sparen oder Sachen wieder zu verwenden, würde ich austauschen. Also wie gesagt, ist meine ganz persönliche Erfahrung.